Ich hoffe, das ist erstmal soweit beantwortet. Wenn sich da was ergibt, gebe ich auf jeden Fall Bescheid. So. Virtualisierung. Wer mich schon kennt, ich fange immer so ein bisschen an oder versuche anzufangen mit Lernzielen und Kompetenzen. Genau, jetzt wird gerade gefragt, wie ich an die HHN komme. Meinen Sie physisch an die HHN kommen oder wie ich da allgemein hingekommen bin? Das können wir dann nochmal off-topic klären. Zweiteres, also okay, das klären wir nochmal off-topic, genau. Lernziele, also was gehen wir heute an? Drei Punkte, was meine Idee ist für heute. Und da sehe ich auch schon den ersten Tippfehler. Also die erste E-Mail, die kommt, die bekommt da auch die Gummibärchen. Also, Sie sollten am Ende ein bisschen verstehen, wie sich Prozesse zusammensetzen und Prozesse vom Betriebssystem verwaltet werden. Da fehlt das B. Sehen Sie, das habe ich im Morgen nochmal schnell mit dem Nachwuchs auf dem Arm getippt. Dann sollten Sie als zweites verstehen, wie Prozesse im Betriebssystem gesteuert werden. Das heißt, wie die geladen und ausgeführt werden. Und Sie sollten am Ende auch grundlegend verstehen, welche Probleme bei der direkten Ausführung von Prozessen auf der CPU entstehen und wie im Betriebssystem dem begegnet wird. Halt gleich zwei Tippfehler, ne? Das gibt vielleicht zweimal Gummibärchen heute. Weil auch gerade nochmal nach dem Gummibärchen-Kurs gefragt wird. Es gibt bei mir die kleinen Päckchen pro Fehler und inhaltlich zwei Päckchen. Das heißt, genau, da haben sie gute Chancen in dem Semester auf Gummibärchen, gerade bei neuen Folien. Ich baue ja dann die Fehler extra für sie ein. Also, da wird nochmal der Vorschlag gemacht für Arduino, für die Programmierung. Da nochmal, wir haben ja an der Hochschule die Hardware. Ja, und es wäre dann so gedacht gewesen, dass es eben vier Gruppen gibt, die mit den Raspberries das programmieren können oder anprogrammieren können. Und deswegen war das Raspberry eigentlich dafür auch gedacht, dass man da einfach das Betriebssystem drauf hat oder auch anprogrammieren kann oder minimal dafür was programmieren kann. Der Arduino, das wird dann im Chat auch schon richtig erwähnt, ist dann ein bisschen anders, weil der eben direkt anprogrammiert wird und ich da den Chip programmiere. Das ist dann alles mal ein bisschen eine andere Ebene. Und das hätte dann definitiv auch die Vorlesung gesprengt. Ich glaube, wir haben aber Vorlesungen, zumindest auch in anderen Studiengängen, wo sowas behandelt wird. Ja, also Hardware wird definitiv auch programmiert bei uns. So, fangen wir an. Drei Themen habe ich ja dann für heute. Und ich hätte gesagt, wir fangen mal mit Prozessen an. Und ich hatte auch im Vorfeld mich mal schlau gemacht, was ist denn eigentlich relevant? Wir sind jetzt zum Kurs Software Engineering. Wenn man über Prozesse spricht, also wie erklärt man das am besten, ne? Was eigentlich so ein Betriebssystem ist? Und die grundlegende Einheit in einem Betriebssystem ist erstmal den Prozess, den man verstehen sollte oder müsste. Und ich habe mal die Motivation aus dem Ausdeck-Buch genommen. Und zwar ist die Idee da ein Pfirsich. Und der Autor mag keine Pfirsiche, ich schon. Und jetzt ist so die Frage, wenn es ganz viele gibt in einem Raum, also jetzt hätten wir tatsächlich eine Vorlesung, und ich möchte jedem die Illusion vermitteln, dass er ein Pfirsich hat und ich hätte nur einen, den ich entsprechend verteilen könnte. Also ich kann den jetzt einem geben und er kann dann genüsslich den Pfirsich mampfen. Oder ich gehe hin und was könnte ich jetzt machen als Alternative? Ich reiche diesen Pfirsich im Kurs sehr schnell rum. Das ist, jeder bekommt den ganz kurz und denkt dann immer so, oh, ich habe einen Pfirsich und ist glücklich. Und in dem Moment nehme ich den Pfirsich wieder weg und gebe ihn dem Nächsten. Und jeder ist dann für einen ganz kurzen Moment glücklich, weil er diesen Pfirsich hat. Ja, und das ist ganz, ganz vereinfacht ausgedrückt Virtualisierung. Das heißt, jeder bekommt diesen Pfirsich nur einen ganz kurzen Moment. Ja, und so funktioniert das mehr oder weniger auch auf Rechnern mit dem Betriebssystem. Ja. Und deswegen fangen wir mal an mit einer vereinfachten Definition von einem Prozess. Also damit wir ein gleiches Verständnis haben. Also ein Prozess ist nichts anderes als ein ausgeführtes bzw. laufendes Programm. Und dann ergibt sich gleich so die Frage, was ist eigentlich ein Programm? Also was ist überhaupt ein Programm? Und ein Programm ist nichts anderes als Code, also irgendwas, was Sie geschrieben haben. Im ersten Semester hatten Sie ja schon ein bisschen Programmieren und jetzt auch. Und dann schreiben Sie ein Programm und das liegt erstmal auf der Festplatte, also die Bits und Bytes, die da rumliegen.
Und dann vielleicht noch irgendwelche statischen Daten, die vielleicht in der Datei, in der Textdatei abgespeichert sind. Und das ist erstmal mein Programm. Und eigentlich wartet das Programm erstmal auf der Festplatte und macht nichts. Ja, und erst in dem Moment, wenn das Programm geladen wird, dann wird es zum Prozess. Das heißt, wenn ich dieses Programm plus die statischen Daten in meinen Speicher und in die CPU reingeladen habe, dass es überhaupt irgendwas macht, dann sprechen wir von einem Prozess. Und hier habe ich mal so einen Screenshot vom Task Manager von meinem Windows. Da laufen zum Beispiel 262 Prozesse gleichzeitig. Ja. Und wenn ich jetzt ein Programm habe, dann überlege ich mir gleich, okay, was brauche ich eigentlich zur Ausführung? Ne? Und eine Sache, die ich definitiv brauche, ist die CPU. Ja? Und bei 262 Prozessen muss ich mir überlegen, wie kann ich eben jetzt diese Illusion herstellen, dass jeder eine eigene CPU hat, ja, obwohl ich nur eine oder vielleicht wenige physikalische CPUs in meinem Rechner drin habe. Dann, wie gesagt, hier ist das Beispiel mit 262 Prozessen, die an der Stelle laufen. Ja. Noch ein anderes Beispiel, das ich rausgesucht habe. Ich hoffe, das kann man dann im Stream halbwegs gut sehen. Einfach mal unter Linux den Befehl top eingeben, wo man an der Stelle dann auch die Prozesse sieht. Ich habe es mal rausgezoomt, da sehe ich zum Beispiel, also das sind jetzt Tasks, die laufen, das sind die Jobs oder Prozesse, die laufen. Ich habe 318, die gesamt laufen oder die es gesamt gibt in meinem System. Das war jetzt auf einem meiner Server. Ich habe da einen laufenden Prozess, das ist übrigens ein Top. Soweit ich das verstanden habe, eigentlich immer der Top-Prozess in dem Moment, wenn man da drauf geht. Ich habe 270 Stück, die schlafend sind. Wir kommen auf die ganzen Status noch zu sprechen. Wir haben null gestoppte Prozesse und wir haben null Zombies, was in meinem Fall auch eine ganz nette Geschichte ist. Also keine Zombies. Und wir sprechen auch mal drüber, was Zombies sind, wer das noch nicht kennt. Ja. So, dann ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Virtualisierung? Ja? Also wir geben jedem Prozess die CPU für eine ganz kurze Zeitspanne. Und dieses Timesharing erzeugt die Illusion von mehreren CPUs. Das heißt, jeder Prozess bekommt eine ganz kleine Zeitspanne von der CPU. Das ist erstmal ganz, ganz nett, ja, weil ich kann ja plötzlich viel mehr Prozesse mit einer CPU bedienen. Das hat aber auch eine Konsequenz. Das Programm an sich läuft langsamer, da die CPU geteilt wird. Das heißt, angenommen, ich habe jetzt diese 262 Prozesse, die da laufen. Jeder bekommt immer eine Sekunde. Dann muss er mein Prozess immer wieder 262 Sekunden warten, bis er eine Sekunde rechnen darf. Und das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt Virtualisierung. Also das ist das, was im Rechner passiert. Und da schauen wir uns jetzt nach und nach an, wie das funktioniert. Also heute mehr auf das Thema Prozesse an sich und nächste Woche dann mehr auf das Thema Scheduling, also wie man diese Prozesse hin und her schiebt und welcher Prozess als nächster dran kommt. Dann ist so ein bisschen die Frage, was brauche ich eigentlich alles, dass diese Virtualisierung funktioniert, beziehungsweise gut funktioniert. Ja? Also funktionieren ist vielleicht nicht ausreichend. Also ich brauche so eine Low-Level-Machinery, also irgendwelche Methoden und Protokolle, die mir so diese grundlegenden Funktionalitäten bereitstellen, wie ich mit den Prozessen umgehen kann. Und ich brauche eine High-Level-Intelligence, also ich brauche irgendetwas Geschicktes zum Stoppen und Starten von Programmen. Weil so einfach ist das gar nicht, wenn man sich überlegt, was in den Rechnern alles drin ist. Jetzt hatten sie keine Rechnerarchitekturen, das heißt, wenn ihnen irgendwas da nicht geläufig ist, von der Hardware oder wie das funktioniert, gerne sagen. Ich versuche das entweder gleich zu klären oder beantworte das dann in der nächsten Einheit. Was brauche ich noch? Ein paar Policies auf Englisch, also ein Regelwerk, ein zusätzliches Regelwerk. Da ist übrigens noch ein Tippfehler, ja. Also heute regnet das Gummibärchen. Ich muss mir zum Beispiel überlegen, wie viele Prozesse dürfen eigentlich auf einer CPU ausgeführt werden. Also kann ich da 262 haben oder sind das 1000 oder 3000? Ja, wer entscheidet eigentlich, welcher Prozess als nächstes ausgeführt wird? Ja, ist eigentlich auch so ein Ding. Und da gibt es noch etliche Fragestellen, über die man stolpern kann. Und das muss man sich an der Stelle durchaus dann mal überlegen. Also das sind so diese drei Bauteile, die man an der Stelle benötigt. So, was hat denn so ein Prozess?
Genau, da kommt die Frage, wenn mehrere Kerne vorhanden sind, dann können quasi tatsächlich mehrere Prozesse einander laufen. Genau, dann kann ich, also das ist dann echte Parallelität. Da kann ich, also angenommen, ich habe vier Kerne, also vier Prozessoren, dann kann ich tatsächlich vier Prozesse nebeneinander laufen lassen. Und jetzt wird das, also wir kommen ja nächstes Mal noch auf das Thema Scheduling, und da gibt es einen ganz speziellen Aspekt, das ist Multi-CPU-Scheduling, weil da muss man sich, also was wir heute machen, ist mal schon, wie wird ein Prozess geladen und entladen aus einer CPU, also was muss ich eigentlich da reinpacken und wieder wegspeichern, dass ich den stoppen und starten kann. Und was wir heute nicht besprechen, was dann aber ein bisschen in dieses Multi-CPU-Scheduling reingehört, sind die Register in den CPUs und auch sowas wie Cache. Und da ist eine ganz interessante Fragestellung, wenn ich eben jetzt, ich nehme mal vier Kerne und ich habe jetzt auch so 100 Prozesse und ein Prozess läuft auf Kern 1 und der wird gestoppt. Und ich lade ihn wieder, aber weil jetzt auf Kern 1 irgendwas anderes läuft, lade ich den in den zweiten Kern rein. Und angenommen, im Cache von Kern 1 sind jetzt noch Daten. Und das wäre eigentlich ganz cool, ja, wenn da im Cache noch was drin steht und ich lade den wieder rein, weil dann muss ich die Daten ja nicht nochmal zum Beispiel berechnen oder reinladen. Und wenn ich den jetzt in einen anderen Kern reinlade, dann hat er plötzlich einen anderen Cache und die Daten sind nicht da. Also ist das suboptimal. Also muss ich mir plötzlich auch überlegen, bei mehreren Kernen, in welchen Kern darf ich eigentlich oder sollte ich optimalerweise diesen Prozess wieder reinladen? Also das ist immer eine komplett eigene, komplexe Fragestellung, die man sich da überlegen muss. Aber da kommen wir auch das nächste Mal nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber erstmal ja, also vier oder mehrere Kerne, da kann man mehrere Prozesse parallel laufen lassen. Angenommen, ich hätte jetzt nur vier oder ich hätte vier Kerne und ich habe nur vier Prozesse. Dann könnte ich alle vier Prozesse gleichzeitig laufen lassen, ohne dass ich die jetzt hin und her switchen müsste. Ja. Ich hoffe, die Frage ist soweit erstmal beantwortet. Genau, Bestandteile von einem Prozess. Was haben wir da alles drin? Also ich habe Speicher, in dem die Programmanweisungen oder auf Englisch Instruktionen oder Instructions liegen. Das heißt, das ist das. Das ist das, was dann was eigentlich das Programm ausmacht, was ausgeführt wird. Dann habe ich Speicher, in dem die Daten reingeschrieben werden, also wenn ich zum Beispiel Variablen etc. habe. Und auch diesen gesamten Address Space, also adressierbaren Speicher, wo der Prozess reinschreiben kann, weil er kann ja nicht in den kompletten Speicher von meinem Rechner reinschreiben. Und dann gibt es in der CPU noch ein paar Register, wo die Instruktionen reingelesen werden oder wo ich auch diese Instruktionen reinschreibe. Und das ist letztendlich notwendig für die Ausführung von Prozessen. Ja. Der Cache, weil die Frage kommt, dient der Cache auch dem Context-Switch? Der Cache ist für den Context-Switch relevant. Ja? Also wenn Daten im Cache sind, dann kann ich die wiederverwenden. Und soweit wir das behandeln, gehen wir jetzt auf keine Fälle ein, wo der Cache zum Beispiel bei einem Context-Switch mitgesichert wird. Also moderne CPUs machen das meines Wissens dann so weit, dass sie versuchen, den Cache beizubehalten in der CPU oder in dem Prozessor und dann den Prozess wieder in die betreffende CPU oder in den Kern reinzuladen, wo der Cache noch die Information enthält. Also er wird relevant beim Context-Switch. Wenn ich aber jetzt einen Prozess in einen anderen Kern reinlade, der eben jetzt auf den speziellen Cache keinen Zugriff hat, dann würde ich das verlieren. Ein anderes Problem, was es da noch gibt, angenommen, also ich stoppe einen Prozess und aus Performancegründen habe ich die Daten aus dem Cache noch nicht weggeschrieben. Und jetzt startet der Prozess schon wieder auf einer anderen CPU. Und die Daten aus dem alten Cache sind noch nicht weggeschrieben, dann hätte ich die quasi verloren. Also das sind alles solche Dinge, die man nachher beim Context-Switch berücksichtigen muss. Das wird auch alles nochmal beim Thema Context-Switch gleich aufgegriffen. Ja. Was man sich jetzt überlegen muss, die ganzen Informationen, die ich da aufgezählt habe, die können wir tatsächlich jederzeit wegspeichern und wiederherstellen. Das heißt, bei einem Context-Switch nehmen wir diese Register, den Speicher etc. und schreiben das einfach weg, persistieren das und dann läuft das Programm nicht mehr. Und wenn ich möchte, dass das Programm genau an der Stelle weiterläuft, dann lade ich das alles wieder in die CPU rein und dann wird die nächste CPU ausgeführt und für das Programm sieht das aus, als wäre
Also würde es direkt weitermachen, ja. Das ist ein bisschen die Idee. Man darf halt an der Stelle nicht, also nicht den Fehler machen und jetzt eben betriebssystemseitig, dass man irgendetwas von den relevanten Informationen da vergisst. Ja. Was brauche ich noch? Ich muss mir merken, welche Instruktion als nächstes ausgeführt werden soll. Also ich kann mir das so vorstellen, ich habe ja nachher Maschineninstruktionen, das ist einfach eine Liste, die nacheinander ausgeführt wird. Und dann gibt es in den Program Counter, das ist der Zeiger auf die nächste Instruction. Manchmal wird er auch als Instruction Counter genannt, das ist dann IC abgekürzt. Und da zeige ich eben auf das Register, das als nächstes geladen wird, und dieser Befehl wird dann in der CPU ausgeführt. Den merke ich mir natürlich auch. Ja, weil dann kann ich beim Wiederreinladen sagen, okay, jetzt an der Stelle weitermachen. Dann kann ich noch ein paar weitere Adressen und Werte abspeichern. Ne? Da, einfach, dass Sie es mal gehört haben von den Begrifflichkeiten. Stackpointer, Framepointer, also Zeiger auf den Stack, auf Frames. Funktionsparameter, also wenn ich eine Funktion in Ihrem Code aufgerufen hatte, die Parameter, die übergeben wurden. Lokale Variablen in der Funktion, also Dinge, die ich wirklich lokal instanziert habe. Und das kennen Sie aus dem Java-Programmieren, also Funktionsparameter und lokale Variablen. Rücksprungadressen, also wenn ich eine Funktion aufrufe, wenn ich damit fertig bin, zum Beispiel beim Return-Statement, wo springe ich dann zurück? Ja, also diese Return Address, das muss ich mir auch merken. Und dann muss ich mir noch eine ganz wichtige Sache merken. Und das sind die IO-Informationen. Das ist primitiv ausgedrückt eine Liste der Dateien, die der Prozess aktuell offen hat. Ja, die mache ich vielleicht zu, wenn der Prozess gestoppt wird. Aber ich muss die wieder aufmachen, wenn der Prozess wieder weiterläuft. Oder ich muss wissen, welche Dateien das sind. Weil angenommen, ich bin gerade in einem Schreibprozess. Und dann wird gestoppt und ich mache dann mit dem Schreibprozess kurz danach weiter. Dann muss ich ja wissen, in welche Datei ich gerade reinschreiben wollte. Also das muss ich mir auch merken an der Stelle. Ja. Dann benötige ich eine Programmierschnittstelle. Ja, also eine Process API heißt das eigentlich. Ja, nochmal Gummibärchen. Und die hat eigentlich jedes Betriebssystem oder beinhaltet das. Ja, und da gehen wir später nochmal noch ein bisschen drauf ein. Ja. Ja. Vier grundlegende Methoden gibt es. Create, Destroy, Wait und Status. Das sind so die vier Methoden, die ich in dieser Programmierschnittstelle habe. Und mit dem Create wird das ausgewählte Programm gestartet und ein neuer Prozess erzeugt. Das heißt, da entsteht aus den Bits, die auf der Platte liegen, tatsächlich der eigentliche Prozess. Das heißt, ich lade das alles rein und fange dann an, das Programm auszuführen. Es gibt das Destroy. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ein Programm sich entscheidet, ich beende mich nicht oder ich bleib mal hängen. Dann kann ich über das Destroy veranlassen, dass eben dieser Prozess gestoppt wird oder eben zerstört wird. Dann gibt es ein Wait. Das macht auch wieder Sinn. Weil es macht ja grundsätzlich macht es absolut viel Sinn, dass ich sage, ich warte mal, bis der Prozess von selbst aufhört zu laufen. Vielleicht macht er jetzt noch eine IO-Operation fertig, schreibt was hin und dann kann der sich beenden. Und ich kann natürlich mit Status abfragen, irgendwelche Informationen von dem Prozess, was für Name der hat, welche ID der hat, etc. Ja, also da komme ich an die Information ran. Je nach Betriebssystem gibt es noch unterschiedliche Dinge, zum Beispiel ein Suspend oder ein Resume, um Prozesse anzuhalten oder weiterlaufen zu lassen. Und das wird in jedem Betriebssystem ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber das ist wohl mal das grundlegende oder minimale Set, was wir bräuchten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie funktioniert das, wenn ein Prozess erzeugt wird. Also, die Voraussetzung ist, das Programm muss in einer ausführbaren Form vorliegen. Ne? Dazu kommt später nochmal mehr dazu. Das heißt, rechts auf dem Bildchen sieht man das. Ich habe die Disk, egal ob das jetzt eine Festplatte ist oder eine SSD. Und da liegt erstmal der Code und die statischen Daten, was ich am Anfang gesagt hatte, das macht eigentlich das Programm aus. Und jetzt müssen diese Daten und das Programm geladen werden. Und zwar in den Adressraum von diesem Programm. Das heißt, da wird ein spezieller Adressraum zugeordnet und da wird das alles reingeladen. Da gibt es nochmal einen Unterschied. Ganz früher wurde immer das gesamte Programm reingeladen. Dann hat man zum Beispiel das Problem gehabt, dass das Programm nicht in den Speicher gepasst hat. Das waren noch solche typische DOS-Probleme.
vor 20 plus Jahren. Und heute geht man in der Regel hin, also das hieß Eagerly, und heute geht man hin und lädt eigentlich nur den benötigten Programmcode und auch die benötigten Daten. Und das alles andere wird nachgeladen. Also da spricht man von Lazy oder Lazy Loading. Um das zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit Paging und Swapping befassen. Auch das machen wir später nochmal, in einer späteren Einheit. Also die Daten werden reingeladen und Zugang, und dann gibt es eben den Heap mit den statischen Daten und den Stack. Schauen wir uns mal, da ist noch ein Tippfehler, nur mit einem C, wo nochmal die Daten drin liegen. Das heißt, da wird dann mein eigentliches Programm ausgeführt. So. Als drittes wird der Stack bzw. der Runtime-Stack zugewiesen. Das ist zum Beispiel so, dass C für den Stack also lokale Variablen im Stack liegen, Funktionsparameter und Return-Adressen liegen in dem Stack. Das heißt, die werden dann von unten drauf aufgebaut. Ich weiß nicht, ob Stack schon in der Vorlesung dran war von dem Datenmodell. Wir brauchen das immer wieder. Also spätestens sollte das im dritten Semester ausführlich behandelt werden. Sollte aber klar sein, der Stack Stapel, die Daten werden immer oben drauf gepackt und die oberen Daten kann ich wieder runternehmen mit einem Pop. Als viertes füllt das Betriebssystem die Parameterlisten, zum Beispiel in C ist es argc in argv, so dass das Programm darauf zugreifen kann, also alle Argumente, die ich oder Parameter, die ich übergebe. Das ist in C zum Beispiel eben die Main-Methode, das kennt man dann auch von Java, sodass das Programm darauf zugreifen kann. Und dann wird noch der Heap reserviert. Also im Heap geht es darum, dass man eine dynamische Speicherzuordnung machen kann oder vornehmen kann. Und das passiert in C zum Beispiel über malloc und free, also Memory Allocation und das Freeen von Speichern. Und so kann man übrigens ganz einfach in C Memory Leaks bauen, indem man das Free vergisst aufzurufen. Das heißt, man allokiert immer nur Speicher im Heap und irgendwann ist der voll. Und das ist immer der Moment, wenn dann die Programme oder das Betriebssystem auch Probleme bekommen. Und typische Ursache dafür ist eben ein vergessenes Free in C. Das sind ja alles Dinge, die in Managed-Programmiersprachen wie Java oder C-Sharp, also .NET, vom Framework geregelt werden. Das heißt, da muss man sich nicht mehr drum kümmern, im Gegensatz zu C. In dem Moment, wenn ich systemnah programmiere, zum Beispiel mit C, dann benötige ich das eben. Als sechster Schritt geht das Betriebssystem noch hin und sagt, okay, ich unterstütze das Programm, wenn es zum Beispiel mehr Heap braucht, also wenn es plötzlich mehr Speicher braucht, dann kann das Betriebssystem diesen Heap auch vergrößern. Das hilft an der Stelle. Und dann erzeugt das Betriebssystem noch Input-Output-Ressourcen. Ja, in Unix sind das zum Beispiel die drei Standard-File-Descriptors. Das ist der Standard-Input, Output und Error. Einfach, dass Sie das jetzt an der Stelle schon mal gehört haben. Die werden automatisch immer erzeugt. Und da kann man dann unter Unix-Systemen auch immer direkt reinschreiben. So, zu den Input-Output-Ressourcen, da kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Das sind so ein paar Themen, die muss ich jetzt leider immer hinten anstellen. Die vertiefen wir dann später, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben an der Stelle. Jetzt kommt dann noch die Frage, wenn ein Programm über die Shell gestartet wird, mit einem Dateinamen als Parameter, übernimmt die Shell oder das Betriebssystem das Übersetzen des Dateinamens? Mir ist jetzt nicht klar, was mit Übersetzen gemeint ist, aber tatsächlich ist es so, also in der Shell wird ja das Programm aufgerufen. Also das ist genau dieser Programmstart. Da habe ich später auch nochmal ein Beispiel dafür. Also gerade also was wir noch haben, sind Hintergrund- und Vordergrundprozesse. Und das ist ja genau das, was in der Shell passiert, zum Beispiel mit dem Unzeichen, ob ich einen Hintergrund- oder einen Background- oder Foreground-Prozess erzeuge. Und dieser Parameter, der wird zwar erstmal von der Shell genommen, aber dann an den Prozess weitergereicht. Und dann ist man genau bei diesem Systemaufruf, wo der Prozess gestartet wird. Da kommt später ein Beispiel, wo man das dann nochmal ganz genau sieht. Also darauf kommen wir nochmal genauer zu sprechen. Ich habe dafür einen Hinweis, also eine Übung am Ende von den Folien. Die stelle ich auch nochmal bereit dann nach der Vorlesung. Und mit einem Verweis auf eine Seite, wo das erklärt wird, ein kleiner Artikel. Und das greifen wir das nächste Mal dann beim Scheduling auch nochmal auf. So. Dann
Das war das, die Creation von dem Prozess. Dann haben wir nochmal die Process States. Ah, das war den Screenshot, den ich am Anfang hatte. Und da ist also die Frage, was ist eigentlich laufend, schlafend, gestoppt und was ist ein Zombie-Prozess? Und da hatte ich mal ein Zitat aus der Manpage von Top rausgesucht. Eine Task shown as running should be more properly thought of, of as ready to run. Das ist jetzt da oben, wenn da zum Beispiel laufen und schlafen steht. Der Task Struct is simply represented on the Linux Run Queue. Even without a true SMP machine, you may see numerous tasks in this state depending on top delay interval and a nice value. Also deswegen da oben die Status. Die sind ein bisschen anders als das, was wir jetzt gleich durchsprechen. Da komme ich jetzt nochmal Stück für Stück drauf zu sprechen. Da schauen wir uns mal an, welche Status es eigentlich gibt. Und Statusübergänge. Es gibt, wo fangen wir denn an? Es gibt Ready. Das heißt, ich habe einen Prozess, der könnte starten und der kann gescheduled werden und dann geht er über in den Status Running, das ist dann auf der linken oberen Seite. Dann kann dieser Prozess eine I/O, also Input-Output-Operation, initiieren. Das heißt, er möchte zum Beispiel von einer Datei lesen, wartet dann auf die auf diese I/O-Operation. So. Und geht dann in Blocked. Das heißt, der macht so lange nichts, bis er eben eine Rückmeldung von dieser I/O-Operation bekommt. Wenn ein Prozess descheduled wird, dann ist er wieder in diesem Status Ready. Das heißt, er läuft dann nicht mehr. Und es gibt dann eben noch die I/O Done. Und da sehe ich auch einen kleinen Fehler. Der Pfeil muss in die andere Richtung gehen, also von Blocked auf Ready. Das heißt, in dem Moment, wenn ein blockierter Prozess, wenn die I/O-Operation erledigt ist, dann wird dieser Prozess in Ready überführt und dann kann er wieder gescheduled werden als für die nächste Ausführung. Das korrigiere ich noch für die Folien, bevor ich die hochlade. So, dann gibt es verschiedene Prozessstatus an der Stelle. Also Running ist, der Prozess läuft auf der CPU oder auf einer CPU, wenn ich mehrere habe. Ready bedeutet eben, Programm könnte laufen, aber das Betriebssystem hat sich dafür entschieden, den Prozess noch nicht laufen zu lassen, aus irgendeinem Grund. Ne, solche Gründe lernen wir später noch. Oder der Prozess ist eben blockiert, der Prozess hat eine Aktion ausgeführt, die erst abgeschlossen werden kann, wenn ein anderes Ereignis stattgefunden hat. Typischerweise ist das eben eine I/O-Operation, zum Beispiel Lesen von einer Datei, bis die Platte fertig ist oder die Datei entsprechend gelesen ist. Genau, und ist ein Prozess geblockt, dann wartet das Betriebssystem auf die I/O-Operation, um dann den Prozess wieder in Ready zu verschieben. Das ist oben der Pfeil, der genau an der Stelle, ich hoffe, man sieht den Mauscursor, der an der Stelle in die andere Richtung zeigen sollte. So, als kleines Beispiel. Jetzt schauen wir uns mal gar nicht die Prozess aus, oder andersrum keine I/O-Operation an, sondern nur die eigentliche Prozessausführung, also nur die CPU. Und das sind jetzt eben so 8 verschiedene Zeiteinheiten. Das heißt, ich habe Prozess 0 und Prozess 1. Und zum ersten Zeitpunkt oder zur ersten Zeitscheibe läuft Prozess 0. Ne, der 1er, der ist ready. Dann bei 2 läuft Prozess 0 immer noch. Prozess 1 ist immer noch ready. Bei 3 läuft 0 immer noch. 1 ist immer noch ready. Bei 4 läuft der Prozess 0 immer noch, 1 ist immer noch ready und bei 5 ist Prozess 0 jetzt plötzlich fertig und ab dann wird auf 1 geschaltet und der läuft dann eben in 5, 6, 7 und 8, bis er fertig ist. Da war jetzt kein großes Scheduling mit drin, das heißt, ein Prozess wurde ausgeführt und der zweite durfte starten, wenn der erste fertig ist. So, wenn ich dann noch I/O dazu nehme, also zum Beispiel eine Datei, auf die ich zugreife, ja, dann sieht das gleich ein bisschen anders aus. Wenn ich dann eben die Zeitscheibe 1 habe, dann läuft der Nuller. Der 1er ist ready. In 2 haben wir noch die gleiche Situation. Bei 3 läuft 0 immer noch und 1 ist ready. Und jetzt initiiert Prozess 1 eine I/O-Operation. Das heißt, der wandert dann für die Zeitscheibe 4 an der Stelle in Blocked.
Das heißt, der muss warten, bis die I/O-Operation fertig ist und der Prozess 1 darf weiterlaufen. Ja, das heißt, in 5 ist er immer noch geblockt, der Nuller. Es darf immer noch Prozess 1 laufen. In 6 ist er immer noch geblockt. Es darf immer noch Prozess 1 laufen. Und in 7 ist die I/O-Operation fertig. Das heißt, in 7 wird jetzt der Prozess 0 wieder gescheduled auf ready. Das heißt, der könnte jetzt wieder starten. Und der Prozess 1 läuft aber an der Stelle immer noch. In 8 läuft er immer noch, bis er fertig ist. Das heißt, der Nuller bleibt immer noch auf ready und erst wenn der 1er fertig ist, dann darf 9 wieder laufen, bis er selbst auch fertig ist. Ja, das ist eigentlich das, was sehr vereinfacht ausgedrückt passiert, wenn ich jetzt zwei so Prozesse einmal hin und her jonglieren muss, wenn der eine wartet auf eine I/O-Operation. Der Vorteil an der Stelle ist, in dem Moment, wenn der Prozess 0 blockiert ist, kann ich eben Prozess 1 ausführen. Ja. Jetzt habe ich so ein Problem. Wer entscheidet eigentlich, welcher Prozess als nächster ausgeführt wird? Also irgendjemand muss ja darüber eine Entscheidung treffen. Bei 1 oder bei 2 Prozessen ist das ja relativ einfach. Das heißt, ich nehme halt den nächsten, der da ist. Und jetzt kann man sich ein paar Strategien überlegen, wie man dahin kommt. Also das eine ist, der Scheduler trifft Entscheidungen. Also ich brauche ein spezielles Konstrukt, das ist eben der Scheduler. Und der sucht sich den nächsten Prozess aus. Und unterschiedliche Betriebssysteme haben unterschiedliche Implementierungen von so einem Scheduler, die das auch ganz unterschiedlich machen. Ja. Und bevor wir jetzt aber uns die Scheduler anschauen oder die verschiedenen Varianten von Scheduler, müssen wir uns noch ein paar Gedanken über Prozesse machen. Ja. Hier mal so die Gedanken. Also das eine ist die Frage, wie sieht denn eigentlich so eine Liste von allen Prozessen aus? Ja, also ne, das kann man auch mal ruhig in den Chat reinschreiben. Was ist denn so eine Liste? Ja, also angenommen, ich habe 262 Prozesse oder vielleicht bin ich auf einem Server, da habe ich vielleicht ein paar tausend Prozesse. Wie ist es denn, wenn ich da einfach eine Liste mache? Also eigene Liste, wo ein Prozess nach dem anderen steht, ist das sinnvoll? Genauso die Frage nach, wenn ich alle blockierte Prozesse habe, also alle, die gerade warten, mache ich da auch wieder eine einfache Liste, wo alles nacheinander verkettet ist? Ja. Dann, wenn ich Register beim Stoppen wegspeichere, wenn der Prozess wieder anläuft, ja, dann müssen die auch wieder geladen werden. Also dieser Context-Switch, den wir jetzt schon mal angesprochen hatten, ja, der kommt auch später nochmal. Dann muss ich mir überlegen, wie sieht denn diese Datenstruktur für Prozesse aus? Ja, also wie organisiere ich eigentlich diese ganzen Daten, die ich nachher wegschreiben muss? Da kommt in der nächsten Folie gleich was dazu. Und dann ist die Fragestellung, was passiert eigentlich, wenn so ein Prozess beendet ist, aber noch nicht alles aufgeräumt wurde? Na, wir hatten das schon mal gerade gesehen. Da gibt es einen komplett eigenen Status dafür. Das ist auch eine Fragestellung, die man sich noch überlegen muss. Der Prozess ist beendet, ist aber noch nicht aufgeräumt. Das ist dann eigentlich genau dieser Status Zombie. Und eigentlich ist das ein Status, wo der Parent Process von dem, was gestartet wurde, noch wartet. Ja, also der dann wirklich noch wartet, bis der Prozess komplett aufgeräumt ist. Unter Umständen gibt es eben diese Situation unter Unix, das hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehabt, dass dann so ein Zombie-Prozess für ewig im System hängt und zum Beispiel noch ein Handle auf eine Datei offen hat, weswegen man dann mit der Datei nicht arbeiten kann, wenn das ein exklusiver Modus war, in dem die Datei geöffnet wurde. Da kommen eben diese Zombies her. Ja. Alle Informationen über einen Prozess stehen in einem sogenannten Prozess Control Block oder Process Control Block, kurz PCB. Und da gibt es dann so eine Liste, da muss ich selbst noch ein bisschen reinzoomen, wie sowas aufgebaut sein kann. Und den Link dazu, den habe ich hier mal angegeben. Das ist das XV6-System. Das ist eine Implementierung von einem Betriebssystem, was auch für die Lehre verwendet wurde. Und da gibt es eben eine Implementierung von einem Prozess-Control-Block, wie der aussieht. Und da sieht man dann oben sehr schön die... kleinen Moment, ich muss das für mich einmal ein bisschen größer machen. Man sieht dann oben den Kontext, also die Register, die man braucht. Man sieht hier die Größe vom Prozessspeicher, die Page-Table, den... Bottom of Kernel Stack für diesen Prozess. Auf den Kernel Stack kommen wir auch noch zu sprechen, der reserviert wird. Also wo fängt dieser Stack eigentlich an?
den Prozess State, die Prozess-ID, die ein Prozess hat, der Parent-Prozess, also von wem wurde dieser Prozess erzeugt. Zum Beispiel auch, das kam ja die Frage aus der Shell, wenn ich ein Programm starte aus der Shell, dann ist eben der Parent-Prozess diese entsprechende Shell. Dann die Frames von dem Prozess, der gesamte Kontext, um den Prozess laufen zu lassen, ob er schläft an der Stelle, ob er killed ist, also ob der Prozess zerstört werden sollte, wird er abgespeichert, welche Dateien er offen hat, ne, das ist eine Liste an der Stelle von offenen Files, in welchem Verzeichnis er gerade läuft und natürlich auch wie er heißt. Ja, das ist so das Minimale, was man braucht. Und das ist dann so eine Datenstruktur, die man entsprechend sich zusammenbauen kann, um mit so einem Prozess zu arbeiten. Kann man sich durchaus mal auf diesem, genau unter diesem Link dann entsprechend auch anschauen und ein bisschen durch den Source Code oder Quellcode stöbern. Ja. Das war einfach so ein ganz, ganz grober Einblick in Prozesse und einfach mal zusammengefasst. Ja, also Prozesse sind die grundlegende Abstraktion von einem Programm. Ja, das Programm ist das, was ich schreibe und starte und der Prozess ist dann abstrahiert das, was an der Stelle auch läuft. Ich kann jederzeit, also ein Prozess über seinen Status, den Speicherinhalt, den Adressraum, den Inhalt von den CPU-Registern und da gehören Programmcounter und Stackpointer dazu und die IO-Information, sprich die geöffneten Dateien, beschreiben. Ja, also das ist das, wie ich einen Prozess wirklich beschreiben kann. Und wenn ich das eben auch alles kenne, kann ich den Prozess in der Form auch abspeichern. Die Process API besteht aus Aufrufen, die im Zusammenhang mit Prozessen ausgeführt werden können. Zum Beispiel zum Erzeugen und Beenden von Prozessen. Ja, das war ja auch der Teil. Und je nachdem, was für Ereignisse ich eben habe, dann habe ich auch unterschiedliche Statusänderungen im Prozess. Das heißt, ich rufe eine blockierende IO-Operation auf und dann lande ich auch ganz schnell zum Beispiel in diesem Status blockt. So, und eine Prozessliste, die wir uns noch anschauen müssen, die enthält eigentlich alle Informationen über Prozesse auf einem System. Das heißt, welche Prozesse laufen da gerade auch. Soweit Fragen erstmal zu Prozessen. Kommt nichts. Nebenbei gab es noch einen Einwurf im Chat. Ja? Der Cache wird tatsächlich für Context-Switches beibehalten. Ne? Und das ist ja auch die Idee von einem Cache, dass man die Daten nicht nochmal reinladen muss. Und da gibt es auch nochmal den schönen Hinweis, da gibt es Side-Channel-Angriffe im Cloud-System, wo man das eben nutzen kann, weil dieser Cache entsprechend bestehen bleibt. Vielleicht kommen wir auf gerade auf solche Angriffe nochmal zu sprechen. Das kommt immer wieder mal hoch, solche Themen, weil viele Dinge, die wir hier besprechen, werfen genau solche Sicherheitsprobleme auch auf, wenn die nicht sauber oder ordentlich programmiert sind. Ich glaube, das habe ich heute auch noch was in der Folie mit drin. Ja. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für alle, die in dem Kurs sind und alle, die zuschauen, können sich das auch dann gerne mal zu Genüge führen. Und Linux-Prozesse unterscheiden sich leicht von dem, was ich jetzt genannt hatte, vom Prozessstatus. Da gibt es auch ein paar mehr. Und deswegen als Hausaufgabe den Artikel zu lesen, den ich an der Stelle verlinkt habe. Da gibt es auch einfach ein paar praktische Tipps zum Umgang mit Prozessen unter Linux. Und da geht man auch nochmal ein auf den Unterschied zwischen Foreground- und Background-Prozessen. Und das wird für uns später nochmal relevant, wie mit solchen Prozessen umgegangen wird. Wer die, das hatte ich heute Morgen schon in der Online-Sprechstunde erwähnt, wer das ausprobieren möchte und kein Linux- oder Unix-System hat, auch kein Raspberry hat, auf dem das läuft, der kann sich ein Windows-System nehmen, Windows-Subsystem vor Linux installieren. Das geht bei Windows 10 ohne Probleme. Und in dieser WSL kann man dann ein Linux-System seiner Wahl runterladen. Ich habe zum Beispiel Ubuntu, das ich an der Stelle verwende. Und das werde ich dann immer wieder in der Vorlesung vielleicht auch mal verwenden für Demos. Und dann kann ich auch ein Linux-System in meinem Windows-System verwenden. Das heißt, man braucht jetzt an der Stelle keinen zweiten Rechner oder so, um das zu installieren. Ja, also wer das nicht hat, kann das durchaus mal sich runterladen und damit experimentieren. Und wie gesagt, auch diese ganzen Tipps, die da drin stehen, einfach mal anschauen und durchprobieren.